Wenn ich sowas habe, brauche ich nichts anderes mehr. Küstenkind halt. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Olli von Kettentreter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, ihr seht, heute gibt es ein Video aus dem Carport. Und ihr seht auch, es ist ziemlich leer. Und es hat einen Grund. Ich habe mein letztes Auto verkauft. Weg ist es. Und warum ich das gemacht habe, erzähle ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Tja, herzlich willkommen zurück nach dem Intro hier unterm Carport. Ja, ich habe jetzt viel Platz hier unterm Carport. Kein Auto mehr drin. Ich habe mein letztes Auto verkauft. Tschüssikowski. Ich probiere es ohne. Ich habe mal durchgezählt. Ich habe seit 1991 den Führerschein für Pkw und seitdem habe ich permanent Auto gehabt. Und ja, ich hatte nicht nur eins, ich hatte teilweise zwei und drei gleichzeitig auch zugelassen. Und das hat eine ganze Stange Geld gekostet, auf die Jahre gerechnet. Und ich habe durchgezählt bei den Autos, es waren tatsächlich 33 Stück. Der Volvo, der jetzt weggegangen ist, war Nummer 33. Und das ist ganz schön viel. Und ich habe mir so überlegt, es wird alles nicht günstiger. Und Benzinpreise sind enorm hoch. Ich lasse das mit dem Auto und ich brauche es auch nicht. Ich mache alles mit dem Fahrrad und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und nein, ich bin kein grüner Kanal. Also sobald ich ein Auto in die Finger kriege oder eins brauche, werde ich mir eins nehmen. Dann werde ich mir eins mieten. Also, ne? Also nicht, dass wieder einer schreibt, oh, grüner Kanal, bloß weg hier. Nein, ich liebe Autofahren und ich fahre auch gerne Auto und ich werde auch weiterhin Auto fahren. Ich werde nur kein eigenes mehr besitzen. Hat das nicht irgendwer mal gesagt gerade? Ihr werdet nichts mehr besitzen und trotzdem glücklich sein? Irgendwer war das. Ja, ich bin zufrieden mit der Entscheidung, weil ich schon seit längerem festgestellt habe, dass ich zwei Autos schon mal gar nicht brauche. Deswegen habe ich im Dezember den Smart verkauft. Der ist irgendwie nach Tbilisi gegangen. Auf eigenen Rädern übrigens. Hat mich echt gewundert, als der mir geschrieben hat, dass sie angekommen sind. Ja, und jetzt ist mein Volvo auch weg. Und ich versuche es einfach ohne Auto über den Winter zu kommen. Und vielleicht auch über das nächste Frühjahr. Ich habe auch genug Räder und es wird noch ein Rad dazukommen, wo man auch ein bisschen mehr Gepäck mitkriegt. Aber genaues verrate ich euch dann, wenn es soweit ist. Wird es ein E-Bike? Nein, es wird kein E-Bike, es wird sowas Ähnliches. Das kommt aber noch später. Wobei, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr ein E-Bike habt und so ein Strommessgerät, was nimmt so ein E-Bike beim Aufladen gerade? Wie viel zieht das Ding raus, bis der Akku wieder voll ist? Tät mich echt mal interessieren. Kann man ja dann auch mal gleich hochrechnen mit seinem aktuellen Strompreis und dann vielleicht auch gleich mal dahinter schreiben. Tät mich echt interessieren, ob das E-Bike jetzt eigentlich wehtut, wenn man es denn aufladen muss oder ob sich das im Rahmen hält. Ich habe da keine Ahnung, ich habe kein eigenes E-Bike und ich habe auch kein Strommessgerät. Aber wer beides hat, einfach mal unten in die Kommentare rein, das wäre cool. Für die schnellen Strecken in der Stadt habe ich den hier, für die Radtouren habe ich den anderen, den Tourer, den ich euch im letzten Video vorgestellt habe. Und für die ganz, ganz schnellen Strecken habe ich natürlich auch noch mein Rennrad. Und dann habe ich auch noch ein paar andere Sachen rumstehen, die ich verwenden kann dafür. Tja, ich habe übrigens als ich den Volvo jetzt weggegeben habe, war der Tank halb voll. Mit Benzin vom ersten Corona-Lockdown für 1,17 Euro. Also ich bezweifle, dass wir auf 1,50 Euro oder 1,80 Euro jemals wieder kommen werden. Und von daher ist das vielleicht für mich eine gute Entscheidung gewesen, dass wir das so entsprechend, dass wir das so weggeben. Und ich habe Zugriff auf Fahrzeuge, wenn ich eins brauche. Wie gesagt, ist kein grüner Kanal hier. Ich spiele jetzt nicht den Öko-Apostel, definitiv nicht. Wenn ich ein Auto brauche, weiß ich, wo ich anrufen kann, dann kriege ich eins. Und ansonsten gibt es Autovermieter und es gibt Carsharer. Also von daher, ich habe bloß eben halt kein eigenes mehr. Und ich bin glücklich mit der Entscheidung. Und vielleicht findet der eine oder der andere das gut und sagt, ja, eigentlich brauchen wir auch kein Auto. Höchstens nur zum Einkaufen. Aber einkaufen gehen macht ja eh keinen Spaß mehr in letzter Zeit. Also von daher wäre ja vielleicht was. So, das soll schon gewesen sein mit diesem Kurzupdate. Im nächsten Video stelle ich euch mal hier meinen Speedcrosser vor. Mein schnelles, altes Lightspeed
Und es ist immer noch so schnell wie vorher. Und